Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt ja einige, die behaupten, Hessen gehe es so gut wie nie. Hört man sich an, was die Regierungsparteien CDU und Grüne so sagen, man könnte auf die Idee kommen, in Hessen, da würden Milch und Honig fließen. Und ja, die Wirtschaft wächst und auch die Steuereinnahmen steigen. Aber wem geht es eigentlich gut in Hessen? Wen meinen CDU und Grüne, wenn sie sagen, Hessen gehe es gut? Meinen sie die 1.600, so viele sind es mittlerweile, Einkommensteuermillionäre, die jedes Jahr mehr als 1 Million verdienen? Oder meinen sie diejenigen, die mit Dividenden aus Aktien oder mit Rendite aus Immobilien ein Millionenvermögen machen? Meinen sie die Privatinvestoren, die in hochpreisige Luxuseigentumswohnungen investieren können? Ja, diesen wenigen Hessen geht es gut. Aber es gibt auch eine andere Seite. Und wie wir nicht nur von Bertolt Brecht wissen, Reichtum und Armut, das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Was ist mit den 960.000 Menschen, die in Hessen von Armut bedroht oder betroffen sind? Und diese Zahl ist auch keine Erfindung der Linken, sondern sie stammt aus dem Sozialbericht der Landesregierung. Was ist mit Hunderttausenden in Hessen, deren Lohn trotz harter Arbeit zum Leben nicht reicht, die zu Niedriglöhnen schuften müssen und denen Armut im Alter droht? Was ist mit den vielen Menschen, die im Ballungsraum Rhein-Main, hier in der Stadt Frankfurt, aber auch in den Universitätsstädten, in den kleineren und mittleren Städten keine bezahlbare Wohnung finden? Und was ist mit den Menschen im ländlichen Raum, die abgehängt werden, weil kein Bus mehr fährt und die Wege zu Ärztinnen und Ärzten immer weiter werden? Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Menschen in Hessen geht es nicht gut. Und sie sind auch anders als manche politisch Verantwortliche behaupten, nicht selber schuld an ihrer Lage. Die sozialen Probleme, die es in unserem Land gibt, die sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind das Ergebnis politischer Entscheidungen von Regierungen aller Couleur im Bund und im Land, die den Sozialstaat demontiert, die soziale Sicherheit schwer beschädigt und die soziale Spaltung im Land weiter vertieft haben. Und die Folge dieser Politik ist doch, viele Menschen sorgen sich um ihre Zukunft. Sie haben Angst vor dem sozialen Abstieg und auch das ist ein Nährboden, auf dem rechte Hetze und Stimmungsmache gedeihen. Und wir wollen, dass sich das endlich ändert. Und wenn Sie wollen, dass die soziale Unsicherheit beendet wird, dass Armut bekämpft wird, dass Menschen wieder eine bezahlbare Wohnung finden und dass der öffentliche Nahverkehr vorangebracht wird, die öffentliche Daseinsvorsorge erhalten und ausgebaut, dann bitte ich Sie, dann machen Sie bei dieser Wahl die Linke stark, denn wir wollen mehr für die Mehrheit, weil zu viele zu wenig haben in diesem Land. Und ja, wir haben so viele Jobs wie noch nie. Aber was sind denn das für Jobs, wenn 500.000 Menschen arm trotz Arbeit sind, weil sich Niedriglöhne auch in Hessen breit gemacht haben? Und Gewerkschaften und Linke haben lange, lange für den Mindestlohn gekämpft. Gut, dass er jetzt da ist, der gesetzliche Mindestlohn. Aber es wird endlich an der Zeit, dass er auf ein Niveau angehoben wird, das auch zum Leben reicht. Deswegen wollen wir einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 12 Euro, damit niemand arm ist, der arbeiten muss in diesem Land. Und wir sind der Auffassung, dass Hessen hier mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Wir wollen, dass öffentliche Aufträge nur vergeben werden an Firmen, die mindestens 12 Euro zahlen, einen sogenannten landesspezifischen Vergabemindestlohn. Wir finden, die öffentliche Hand sollte ein Vorbild sein gegen Lohndumping und gegen Niedriglöhne. Und als Linke werden wir uns niemals damit abfinden, dass Erwerbslose an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, mit einem viel zu niedrigen Regelsatz abgespeist und mit Sanktionen drangsaliert werden. Dass Menschen gezwungen sind, in diesem reichen Land Flaschen zu sammeln oder an Tafeln anzustehen. In Hessen ist jedes siebte Kind von Armut bedroht. Und deswegen bleibt die Linke dabei. Hartz IV, das ist und bleibt Armut per Gesetz und das wollen wir überwinden. Wir wollen ein Land, in dem kein Kind und kein Erwachsener in Armut leben muss, sondern alle Menschen in Würde leben können.
Und da wäre es doch das Mindeste, aber das Allermindeste, wenn das Land Hessen endlich in der Lage wäre, für ein kostenloses Mittagessen in allen Schulen und Kitas zu sorgen. Dass es das noch nicht gibt, auch das ist ein Armutszeugnis, das wollen wir ändern. Und jetzt sind wir hier in Frankfurt und ich glaube, ich brauche Ihnen allen hier im Saal wenig darüber sagen, wie dramatisch sich die Lage auf den Wohnungsmärkten zugespitzt hat in Hessen. Ich kann Ihnen aber versichern, das ist nicht nur ein Problem in Frankfurt oder in der Rhein-Main-Region. Es hat auch meine Stadt, die Universitätsstadt Marburg, aus der ich komme, hat Universitätsstädte wie Fulda, wie Gießen, wie Kassel erreicht. Und wer auf Wohnungssuche war, der weiß, wie dramatisch das ist und wie die Mieten in die Decke geschossen sind. Und da muss man doch sagen, hier haben die Große Koalition in Berlin, aber auch die Landesregierung, die Schwarz-Grüne in Wiesbaden, total versagt. Nun rächt sich, dass sich der Staat aus der sozialen Wohnungsversorgung zurückgezogen hat und dem Markt das Feld überlassen hat. Die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Allein unter Schwarz-Grün sind 30.000 Wohnungen aus der Bindung gefallen. Und selbst eine Landesregierung aus CDU und FDP hat mehr Sozialwohnungen gebaut als CDU und Grüne in dieser Legislaturperiode. Und was ist die Folge? Die Mietpreise explodieren. Vielerorts müssen Menschen über die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben. Aber gleichzeitig werden natürlich Wohnungen gebaut. Finanzinvestoren bauen noch und nöcher hochpreisige Eigentumswohnungen, im Fachjargon auch Betongold, die sich kein Mensch leisten kann. Und wir finden mit aller Kraft, das muss sich ändern. Wir wollen, dass endlich wieder öffentliche und soziale Wohnungen gebaut werden, dass öffentliche Wohnungsbaugesellschaften gestärkt werden, damit wir endlich wieder bezahlbare Wohnungen errichten, die wir so dringend brauchen, um die Mietpreise im Ballungsraum und in den größeren Städten zu dämpfen. Und eines muss doch ein Ende haben. Der Ausverkauf von öffentlichem Grund und Boden. Öffentlicher Grund und Boden, der gehört doch der Allgemeinheit. Der darf nicht meistbietend an Finanzinvestoren verhökert werden. Und wir wollen Immobilienspekulationen Einhalt gebieten. In Artikel 14, vielleicht die Älteren erinnern sich noch, im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet. Und mit Leerstand zu spekulieren, während andere Menschen verzweifelt eine bezahlbare Bleibe suchen, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das schadet dem Allgemeinwohl. Und deswegen sagen wir, Eigentum verpflichtet und die Versorgung mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt und den Privatinvestoren zu überlassen. Wohnen ist ein Menschenrecht und da muss sich was ändern, meine Damen und Herren. Aber wir haben ja nicht nur ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum. Viele Hessen finden nicht nur keine bezahlbare Wohnung, sondern sie stehen tagtäglich stundenlang im Stau, sie stecken im Ballungsraum in überfüllten Bussen und Bahnen. Und während auf dem Land, in den ländlichen Regionen, überhaupt kein Bus mehr fährt oder wenn dann nur ehrenamtlich betriebene Bürgerbusse. Auch das kann doch nicht so weitergehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, es ist ein Witz, wenn die Grünen behaupten, sie hätten eine wirkliche Mobilitätswende in Hessen eingeleitet. Na, was haben sie denn gemacht? Okay, sie haben ein landesweites Schülerticket geschaffen, das haben wir begrüßt. Wobei, auch bei diesem Schülerticket gibt es Ungerechtigkeiten. Denn die weniger als 3 Kilometer vom Schulort entfernt wohnen oder sozusagen schon zu alt geworden sind, die bekommen dieses Ticket nicht im Rahmen der Schülerbeförderung bestattet. Und wir bekommen die Rückmeldung von vielen Eltern, dass sie diese Ungerechtigkeit nicht verstehen. Diese Ungerechtigkeit, die muss ein Ende haben. Wenn es ein Schülerticket gibt, dann muss es ein Ticket für alle sein, damit auch alle Schülerinnen und Schüler kostenlos zur Schule kommen. Das ist auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Aber wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass wir so dringend eine Verkehrswende brauchen, dann ist es die Anordnung des Dieselfahrverbots in Frankfurt. Und jetzt müssen wir noch mal drüber nachdenken. Seit 1999 sind die Grenzwerte für Stickoxide bekannt. Seit 2010, seit 8 Jahren, sollen sie eingehalten werden. Das wussten alle.
Aber was hat die grüne Landesregierung gemacht? Ein paar Zuschüsse für Elektrobusse hier, ein bisschen ÖPNV da, aber das ist zu wenig. Und was macht sie jetzt, wo das Fahrverbot droht? Anstatt sich zu überlegen, wie man eine vernünftige Verkehrswende einleiten kann und den öffentlichen Nahverkehr stärken, da fällt ihnen nichts anderes ein, als gegen das Dieselfahrverbot zu klagen. Das ist ein Armutszeugnis für eine grüne Landesregierung, die eine Verkehrswende möchte. Und wir als Linke sind überhaupt nicht damit einverstanden, dass am Ende die Menschen in diesem Land, in dieser Stadt, entweder mit verpesteter Luft oder weil sie aufs Auto angewiesen sind und dieses nicht mehr nutzen können, jetzt die Zeche für die Betrügereien der Automobilindustrie und für die Kungelei mit der Politik bezahlen sollen. Das wollen wir nicht, das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Und wenn wir die Verkehrsprobleme in unserem Land, in dieser Stadt lösen wollen, wenn wir das Klima schützen wollen, den von Menschen gemachten Klimawandel aufhalten, wenn wir die Gesundheit der Menschen in den Städten schützen wollen, wenn wir Fahrverbote abwenden, dann brauchen wir eine Verkehrswende, die ihren Namen wirklich verdient. Und deshalb wollen wir Schiene und Bus massiv ausbauen. Wir wollen die Fahrpreise senken, weil sie zum Teil unerschwinglich sind und weil wir sagen, Mobilität ist eine ökologische Frage, sie ist aber auch eine soziale Frage, denn sie ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Deswegen den ÖPNV ausbauen, die Fahrpreise senken und auch wenn uns noch einige dafür im Moment belächeln wollen, angesichts der großen Probleme, die wir als Gesellschaft in Fragen von Verkehr und Mobilität haben, da bin ich mir sicher, werden wir heute vielleicht noch belächelt, aber die Idee eines Nulltarifs, dass alle Menschen unabhängig vom Geldbeutel gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr in den Städten nutzen, dass wir den ausbauen, dass wir ihn auf dem Land voranbringen, dieser Idee des Nulltarifs, die gehört der Zukunft und davon werden Sie noch eine Menge hören, meine Damen und Herren. Und weil es dann immer heißt, die Linken, ja, die haben ja ganz schöne Ideen, aber wie soll man das denn bezahlen und wie ist das überhaupt mit den Haushaltsfragen, will ich auch noch mal ein bisschen was zum Thema Haushalt und Steuergerechtigkeit sagen. CDU und Grüne in Hessen, die feiern sich gern für eine angeblich nachhaltige Haushaltspolitik. Sie huldigen dem Fetisch schwarze Null und feiern, dass sie die Schuldenbremse einhalten. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist kein Grund zum Feiern. Es bestätigt vielmehr das, wovor Gewerkschaften und Linke immer gewarnt haben. Die schwarze Null und die Schuldenbremse, die erweisen sich als eine Investitionsbremse. Sie verhindern die so dringend notwendigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Und die CDU-geführten Landesregierungen, die haben auch die schwarze Null in der Vergangenheit auf die Kommunen abgewälzt. Gehen Sie mal im Lande Hessen herum. Was haben denn die Kommunen gemacht? Sie haben Bürgerhäuser geschlossen, sie haben Schwimmbäder geschlossen, sie haben die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse bitten müssen, weil sie vom Land nicht ausreichend ausfinanziert worden sind. Das heißt, CDU-geführte Landesregierungen haben mit schwarzer Null und Schuldenbremse die Kommunen zum Kürzen gezwungen, wie es kracht. Und jetzt behaupten Sie, Sie hätten in Sachen öffentliche Schulden eine Trendwende eingeleitet, weil Sie sage und schreibe 200 Millionen Euro im Jahr zukünftig an Landesschulden tilgen wollen. Wissen Sie, wie lange es brauchen würde, wenn man die Landesschulden mit 200 Millionen im Jahr abfinanzieren möchte? Mehr als 200 Jahre. Das ist diese Form der Schuldentilgung. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Diese 200 Jahre, die können wir, glaube ich, auch nicht warten. Da sollten wir uns jetzt nicht drauf verlassen, sondern diese Schuldentilgung, die ist nichts anderes als reine Symbolpolitik. Und das sind 200 Millionen an öffentlichen Mitteln, das uns fehlt, um etwa in unsere Schulen und in anderen Bereichen zu investieren. Und was mich dann wirklich ärgert, ist, dass das behauptet, diese Politik, die sei im Sinne der Generationengerechtigkeit. Und ich frage Sie, und ich habe es nie verstanden, was soll denn daran gerecht sein, für reine Symbolpolitik einer angeblichen Schuldentilgung einerseits unseren Kindern und kommenden Generationen marode Schulen und Krankenhäuser und eine kaputte öffentliche Infrastruktur in den Kommunen zu hinterlassen. Nein, das ist alles andere als generationengerecht. Generationengerecht wäre es,
nicht mehr dem Fetisch der schwarzen Null zu huldigen, sondern ein Investitionsprogramm aufzulegen, um in Schulen, in Krankenhäuser, in bezahlbare Wohnungen, in den Ausbau von Bussen und Bahnen und in die kommunale Infrastruktur zu investieren, weil das die Grundlage ist, die wir alle brauchen in einer sozialen und gerechten Gesellschaft. Und auch wenn wir jetzt hier in Frankfurt sind, möchte ich trotz allem auch über die Probleme nur kurz im ländlichen Raum sprechen. Weil der Druck auf die Mieten, die großen Verkehrsprobleme im Ballungsraum, die haben doch auch etwas damit zu tun, dass die CDU-geführten Landesregierungen die Kommunen im ländlichen Raum gekürzt haben, dass man öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Gerichte geschlossen hat, dass man den ÖPNV ausgedünnt hat und dass es in vielen Bereichen an einer guten Versorgung fehlt. Und wenn man ein bisschen Druck von den Ballungsräumen nehmen will, dann braucht es auch in Hessen wieder eine Politik, die in den ländlichen Raum investiert, die dafür sorgt, dass es eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung gibt, dass es Kita-Plätze für alle gibt, dass es wieder öffentliche Arbeitsplätze in den Kommunen gibt. Denn das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen, das ist nicht irgendein Spleen, sondern das ist Auftrag durch das Grundgesetz und hessische Verfassung. Und das wollen wir erreichen. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, auch das ist Auftrag der Politik. Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen gelesen, dass Hessen seine Landesschulden mit Derivaten abgesichert hat. Mit Derivaten abgesichert. Eine Methode, die in der Fachwelt hoch umstritten ist, die der Finanzminister als Versicherungen bezeichnet. Wenn dem so wäre, wären das ziemlich teure Versicherungen. Allein durch einen Teil der Geschäfte sind bewiesenermaßen dem Land Hessen ein Schaden von 375 Millionen entstanden. Wir vermuten, dass wenn wir alles über die Geschäfte wissen würden, dass der Schaden in den Milliardenbereich ginge über die nächsten Jahrzehnte. Also ich finde, das wäre eine ziemlich teure Versicherung. Und wenn ich mir das genauer anschaue, dann ist das auch gar keine Versicherung, sondern diese Derivate, die sind nichts anderes als Wetten auf die Zukunft. Und jetzt habe ich gar nichts dagegen, wenn jemand von Ihnen privat wetten will, ich würde Ihnen das nicht empfehlen, aber dann können Sie ins Casino gehen. Aber öffentliche Steuergelder, meine Damen und Herren, die sind doch nicht zum Wetten da. Man darf mit öffentlichen Steuergeldern solche Zinswetten nicht eingehen. Und das Steuergeld, das man mit den Derivaten verpulvert hat, das hätten wir doch gut gebrauchen können, um in die öffentliche Infrastruktur zu investieren. Und weil wir hier in der Bankenmetropole Frankfurt sind, und vor zwei Wochen sich zum 10. Mal die Wirtschafts- und Finanzkrise und die Pleite der Lehman Bank gejährt hat, dann mahnt uns dieses Datum doch. Es mahnt uns, dass es nicht weiter so sein darf, dass an den Finanzmärkten weiter spekuliert wird, als wäre nichts gewesen. Und statt einer Politik, die ständig den Finanzplatz Frankfurt und die großen Banken hofiert, brauchen wir eine Politik, die die Finanzmärkte endlich reguliert und die großen Banken an die Kette legt. Meine Damen und Herren, und da will ich an dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen die Aktivisten von Attac grüßen, die vor zwei Wochen die Paulskirche, den Ort der Demokratie, besetzt haben. Wir müssen uns doch fragen, und diese Diskussion, die hat Attac angestoßen, wollen wir in einem System leben, in dem immer weitere gesellschaftliche Bereiche für die Rendite privater Anleger und großer Privatinvestoren geöffnet werden soll? Oder wollen wir endlich in einer Gesellschaft leben, in denen die Wirtschaft dem Wohle der Menschen und der Befriedigung ihres Bedarfs dient, wie es die hessische Verfassung vorschreibt? Ich wäre für Letzteres. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, in dem Zusammenhang ist es für mich auch ein Stück weit ein Hohn, dass diese CDU-geführte Landesregierung immer wieder behauptet, sie sei ein Vorkämpfer in Sachen Steuergerechtigkeit. Okay, sie will mehr Steuerprüfer und Steuerfahnder ausbilden. Das haben wir als Linke lange gefordert. Sie sehen, manche unserer Forderungen werden dann auch zum Programm von anderen Parteien. Aber wir dürfen doch eines nicht vergessen. Es war eine CDU-geführte Landesregierung, die erfolgreiche Steuerfahnder hier in Frankfurt am Main aus dem Dienst entfernt und zwangspsychiatrisiert hat. Und das bleibt ein ganz, ganz dunkler Fleck in der Geschichte des Landes Hessen. Da muss sich die CDU mit auseinandersetzen.
Und dann kennen Sie ja vielleicht den Vorwurf, dann heißt es immer, die Linken, die können ja nur Geld ausgeben. Nein, wir wollen auch sparen, auch wenn Sie das vielleicht verwundern mag. Und wenn ich da an einen Herrn Maaßen im Bund und in Berlin denke, dann können Sie sich sicher sein, dass die Linke keine Chefs von Behörden befördern würde, die Fake News verbreiten, die mit der AfD kungeln. Und deswegen fehlt mir auch für den Umgang der Großen Koalition mit dieser Personalie jedes Verständnis. Aber es geht mir nicht allein um die Person, sondern es geht mir auch um die Struktur und die Geschichte dieser Behörde. Erinnern wir uns, Alt-Nazis in der Anfangszeit, jahrzehntelange Kriminalisierung der Linken, Totalversagen oder sogar Vertuschung bei der Mordserie des NSU. Dieser sogenannte Verfassungsschutz, der nicht die Verfassung schützt, sondern ein Geheimdienst ist, der ist nicht nur auf dem rechten Auge blind, sondern er ist Teil des Problems, er ist nicht Teil der Lösung. Und deswegen wollen wir den Verfassungsschutz auflösen, im Bund wie in Hessen. Und der beste Verfassungsschutz sind im Übrigen die Tausenden von Menschen, die seit den Hetzjagden in Chemnitz überall in Hessen auf die Straße gegangen sind und ein klares Zeichen gegen rechte Hetze, gegen Rassismus gesetzt haben. Das ist der beste Verfassungsschutz. Und da möchte ich mich den Worten von Achim anschließen. Für uns gehören der Kampf gegen Rechts und für soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammen. Da gilt ein alter linker Grundsatz. Die Grenze, die verläuft nicht zwischen den Menschen unterschiedlicher Herkunft, sondern die Grenze verläuft zwischen unten und oben. Und das ist unser Auftrag, das auch in den Diskussionen deutlich zu machen. Ich will abschließend sagen, ja, die Vorschläge der Linken sind machbar und sind finanzierbar. Aber dafür müssen wir etwas gegen die soziale Spaltung im Land tun. Dafür müssen wir die Reichen und Vermögenden in diesem Land kräftiger zur Kasse bitten. Eine zentrale Aufgabe kommt dabei der Vermögensteuer zu. Weil die Vermögensteuer eine Steuer ist, wenn wir sie erheben würden, deren Aufkommen direkt in die Landeshaushalte fließen würden. Und selbst wenn wir uns mit einer moderaten Variante begnügen würden, 1 Million ist frei, also jeder von Ihnen kann ja mal überlegen, wer da noch betroffen ist. Die 1. Million ist frei pro Person und danach machen wir eine Besteuerung von 1% bis 2%. Also wenn man 1 Million und 100 hat, dann zahlt man 1 oder 2 Euro Steuern. Mit einer solchen Vermögensteuer könnte der Landeshaushalt in Hessen mit Mehreinnahmen von 1 bis 2 Milliarden Euro Jahr für Jahr rechnen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das Geld, was wir in den öffentlichen Wohnungsbau, in bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr und in die Sanierung unserer Schulen stecken können. Und ich denke, das ist dringend notwendig. Ich will abschließend vielleicht noch zu einem Thema sprechen, das mir besonders wichtig ist. In diesen Tagen wird in Berlin ein Despot namens Erdogan hofiert. Ihm wird der rote Teppich ausgerollt und er wird mit Pomp und Ehren empfangen. Und das hat auch was mit Hessen zu tun. Hessen ist das einzige Bundesland, das eine Partnerschaft mit einer türkischen Region unterhält. Ich selbst bin mehrfach in der Türkei gewesen, zuletzt auf Einladung der Demokratischen Partei der Völker als Wahlbeobachter. Und wenn ich sehe, wie in der Türkei die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wie Hunderttausende im Gefängnis sitzen, Demokraten, Oppositionspolitiker, Journalisten, wie dieses Land einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf das Nachbarland Syrien führt und in diesem Krieg Waffen einsetzt, die in Deutschland gefertigt wurden. Ja, Waffen einsetzt, die sogar in Hessen gefertigt wurden, die Geschütztürme der Leopard 2 Panzer, die kommen nämlich aus Kassel. Dann finde ich, ist es auch unsere aller Aufgabe, ein klares Zeichen zu setzen für eine Politik, die diesen Diktator in die Schranken weist, die sich für ein Ende von Waffenexporten einsetzt und die mit aller Macht ein Zeichen gegen Aufrüstung und gegen die Kriege und Krisen dieser Welt setzt. Und deswegen ist eine Stimme für die Linke bei dieser Landtagswahl auch eine Stimme für ein Ende von Waffenexporten, für ein Ende der Aufrüstungsfantasien der GroKo, für ein Ende von Bundeswehr-Auslandseinsätzen und für ein Ende der Rüstungsproduktion. Und wenn die Friedensbewegung
Und ich schaue mal in Richtung Willi van Ooyen, Richtung dem lieben Willi. Wenn die Friedensbewegung früher gesagt hat, Schwerter zu Pflugscharen, dann müssten wir heute eigentlich sagen, wenn diese Rüstungskonzerne, die haben mal Eisenbahnen produziert, dann müssten wir doch sagen, wenn wir den sozialökologischen Umbau wollen, dann ist es alle Zeit für Rüstungskonversion und dann wird aus Schwerter zu Pflugscharen, wird Panzer zu Straßenbahnen, Panzer zu Eisenbahnen und Vorfahrt für den sozialökologischen Umbau. Deswegen bitte ich Sie, machen Sie bei dieser Wahl die Linke stark. Aber allein Ihre Stimme reicht nicht, damit wir in diesem Land etwas verändern können. In Hessen, wie auch im Bund. Und wenn wir diese Gesellschaft grundsätzlich verändern können und wollen, dafür brauchen wir Ihr Engagement, dafür braucht es Druck aus der Gesellschaft, dafür will die Linke hilfreich sein. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.